Yo, Hallihallöchen und herzlich willkommen, meine lieben Zuschauer. Ich bin's mal wieder, euer Belias. Und heute gibt's mal wieder ein Digimon-Theorie-Video von mir. Diesmal jedoch speziell zum Digimon-Adventure-Anime. Der Digimon-Anime hat einige Schurken hervorgebracht, die wir niemals vergessen werden. Von Devimon, der die Kinder auf der Pfeilinsel manipuliert hat, bis hin zu Etemon, der teilweise eher wie ein Gag über schlechte Musik wirkte. Sowie Miotismon, welcher eine gigantische Vielzahl an Schergen hatte, die unseren Digi-Rittern das Leben schwer machten. Doch die Gruppe an Feinden, die anfangs wirklich als unüberwindbar wirkten, da sie sich auf dem Mega-Level befanden, waren die Meister der Dunkelheit. In der Abwesenheit der Digi-Ritter haben sie die gesamte Digi-Welt erobert, unterjocht und völlig verändert. In Digimon Adventure Tri sehen wir, dass die Meister der Dunkelheit in früheren Zeiten schon mal die Digi-Welt terrorisiert haben, zu der Zeit der ersten Digi-Ritter. Doch ihren exakten Ursprung, darüber ist offiziell leider nicht viel bekannt. Wir wissen nur, dass sie als eine Art Nebenprodukt von Apokalimons Existenz dienen und so in der Digi-Welt als dessen Agenten für Chaos sorgen. Während die Digi-Ritter in der Menschenwelt gegen Miotismon kämpfen und nur eine kurze Zeit dort verbringen, vergehen in der Digi-Welt Jahrzehnte. Das liegt an Apokalimons bloßer Existenz, die das Raum-Zeitgefüge der Digi-Welt massiv verzerrt. Es wäre also durchaus möglich, dass in diesem Zeitraum 4 herkömmliche Rookies bis hin zu den Meistern der Dunkelheit digitiert sind. Sie könnten unter dem Einfluss von Apokalimon künstlich dazu getrieben worden sein, um ihm als seine Handlanger in der Digi-Welt nützlich zu sein. Deshalb wollen wir im heutigen Theorievideo ergründen, wie der Digitationsweg der Meister der Dunkelheit ausgesehen haben könnte. Dabei wollen wir uns an 2 wichtigen Faktoren orientieren. Erstens wollen wir das Ganze so loregetreu wie möglich machen und zweitens möchte ich dafür überwiegend möglichst ältere Digimon nutzen, die zum Zeitpunkt vom Digimon Adventure Anime existiert haben. Was für Theorien habt ihr für die Digitationswege der Meister der Dunkelheit? Schreibt's mir in die Kommentare. Okay, Freunde, legen wir mal los. Schauen wir uns zuerst einmal den offensichtlichsten Digitationsweg an. Wir beginnen mit Metall Sidramon. Als Ultra-Vorstufe kann man hier ziemlich passend Mega Sidramon nehmen. Das sollte den meisten bekannt sein. Das Champion-Level in meiner Theorie wäre dann natürlich Sidramon. Hier wäre interessant zu wissen, ob der Meister der Dunkelheit Metall Sidramon vielleicht ursprünglich das Sidramon auf der Pfeilinsel war, gegen das Matt mit Garurumon gekämpft hat. Auch wenn die Meister der Dunkelheit vor den uns bekannten Digi-Rittern existiert haben, könnte es dennoch sein, dass sie ihre Kräfte im Kampf gegen die ersten Digi-Ritter völlig aufgebraucht haben und deshalb wieder zu einem Ei wurden. Das war ja bei Angemon auch schon mal der Fall. Als Rookie wird für den Sidramon-Digitationsweg normalerweise Betamon genommen. Auch Modoki-Betamon ist hier eine mögliche Option. Aber ich möchte was anderes einbauen, das auch passen könnte. Und zwar könnte der Meister der Dunkelheit Metall Sidramon in diesem Fall aus einem Otamamon digitiert sein. Dieses Digimon ist nicht nur ebenfalls vom Typus Datei wie das Mega-Level, sondern verfügt auch über eine Schwanzflosse, die der von Sidramon ähnelt. Ich weiß, oftmals wird Otamamon als Rookie für Geckomon gewertet, weil es eine Kaulquappe darstellt. Jedoch passt es genauso wie Betamon zu Sidramon und ist ebenfalls laut offizieller Lore ein möglicher Digitationsweg. Somit wäre aus der kleinen Kaulquappe Otamamon das Seeungeheuer Sidramon entstanden, welches dann zu Mega Sidramon und letztendlich zu Metall Sidramon wurde. Und jetzt überlegen wir uns einen Digitationsweg für Puppetmon. Puppetmons offizielle Lore gibt schon fast perfekte Hinweise auf seinen Digitationsweg. Als Ultra-Level nehmen wir hier definitiv Cherrymon, welcher lustigerweise ebenfalls als Puppetmons Handlanger im Digimon Adventure Anime auftauchte. In Puppetmons offiziellem Lore-Text steht geschrieben, dass er einst aus dem Holz eines verfluchten Cherrymons geschnitzt worden ist. Das passende Champion-Level zur Lore gibt's hier ebenfalls, nämlich Woodmon, welche genauso wie Cherrymon ebenfalls als Handlanger für Puppetmon gedient haben. Ich denke auch, dass Bandai diesen Digitationsweg von hier ab geplant hatte, zumal in Cherrymons Lore-Text geschrieben steht, dass es aus einem Woodmon entstanden ist, das wieder Blätter tragen konnte. Bei der Wahl des Rookies wird's etwas schwieriger. Eine Möglichkeit hier wäre auf jeden Fall Floramon, welches wahrscheinlich am besten passen würde zur Pflanzen- bzw. Baumthematik. Tatsächlich finde ich hier jedoch Mushroomon auch interessant als Rookie, damit es quasi auch mal eine Funktion erfüllt. Interessant beim Digitationsweg von Puppetmon ist, dass all seine Vorstufen später auch als seine Handlanger dienen. Das würde thematisch mehr als nur gut zu Puppetmon passen, da er ja eher sadistisch und gemein zu seinen Leuten ist. Es passt also perfekt ins Bild, dass er seine eigenen Leute schlecht behandelt, auch wenn er selbst mal ihre Form hatte.
Jetzt kommen wir zum Digitationsweg von Machine Dramon, mein persönlicher Favorit unter den Meistern der Dunkelheit. Bei Machine Dramon möchte ich versuchen, möglichst bei Maschinen- oder Cyborg-Digimon zu bleiben. Als Ultra-Vorstufe nehmen wir das schlichtweg Megadramon, welcher meistens für diesen Digitationsweg genutzt wird. Megadramon besitzt zwar einen drachenartigen Körper, zählt aber auch als Cyborg-Digimon. Interessanterweise sind Megadramon auch als Truppen von Machine Dramon aufgetaucht, was das Ganze passender machen würde. Tatsächlich sehen die maschinellen Bauteile am Körper von Machine Dramon und Megadramon relativ ähnlich aus, weshalb eine natürliche Digitation hier nicht auszuschließen ist. Als Champion haben wir jetzt mehrere Möglichkeiten. Damit wir beim Maschinenthema bleiben, wäre hier Gardromon ein möglicher Vorschlag. Aber ich muss zugeben, dass mir Mechanorimon schon eher zusagt. Dies ist ein selteneres Digimon, welches aber auch bereits als Truppen der Meister der Dunkelheit im Rückblick gezeigt worden ist. Auch fürs Rookie-Level gäbe es hier verschiedene Möglichkeiten. Wir könnten zwar Kokuvamon nehmen, das wäre optisch sehr passend zu Mechanorimon, kam aber erst zu Zeiten von Tamers vor. Deshalb wäre hier auf jeden Fall Hagurumon passender, welcher auch als Diener von Machine Dramon in Adventure vorkam. So hätten wir dann bei Machine Dramon das Maschinenthema beibehalten. Und genauso wie bei Puppetmon sind all seine Vorstufen später ebenfalls Diener der Meister der Dunkelheit. Vom kleinen Zahnrad hin bis zum zerstörerischen Maschinendrachen. Das gefällt mir sehr gut. Bei Piedmon habe ich mir was ganz Besonderes überlegt. Denn Piedmon zählt eigentlich laut eigenem Lore-Text als ein Dämon, der einst aus einer anderen Dimension in die Digi-Welt kam und somit eigentlich kein eigenes Digimon ist. Wir wollen ihm hier bei dieser Theorie trotzdem einen natürlichen Digitationsweg geben. Dafür wird heutzutage meistens Jokermon als Ultralevel genutzt, welcher jedoch eher einer der neueren Digimon ist. Da wir uns entschieden haben, hier eher die älteren Digimon aus dem Adventure-Zeitalter zu nehmen, habe ich mich beim Ultra für den Klassiker Myotismon entschieden. Das Myotismon in diesem Digitationsweg kann aber von der Logik her nicht dasselbe sein, gegen das unsere Digi-Ritter in Adventure gekämpft haben, da dieser sich gemeinsam mit den Kindern in der Menschenwelt befunden hat, während die Meister der Dunkelheit die Digi-Welt eroberten. Dennoch kann es ja mehrere Myotismon in der Digi-Welt gegeben haben, da kaum ein Digimon nur einmal existiert. Als Champion habe ich mir was Interessantes ausgesucht. Stellt euch mal vor, das Champion-Level von Piedmon wäre Devimon gewesen. Und nicht nur irgendeines, sondern das Devimon von der Pfeilinsel. Theoretisch wäre es möglich, da durch den Aufenthalt in der Menschenwelt so viel Zeit vergangen ist und Piedmon ursprünglich im Kampf gegen die ersten Digi-Ritter völlig geschwächt wieder zu einem Digi-Ei geworden sein könnte. Das wäre auch allgemein cool, weil Devimon von TK's Angemon zur Strecke gebracht wurde und Piedmon dann von Magna Angemon verbannt wird. Als Rookie könnte man hier einfach Demi Devimon nehmen, welches vielleicht nach Devimons Ableben im Kampf gegen Angemon wieder neugeboren wurde. Laut offizieller Lore von Bandai ist dies wirklich ein möglicher Digitationsweg, der in der Theorie auch im Anime Sinn ergeben könnte. Stellt euch einfach mal folgendes Szenario vor. Die Meister der Dunkelheit sind in einem hitzigen Gefecht gegen die ersten Digi-Ritter. Nach diesem Kampf verlieren sie ihre Kräfte, werden aber neugeboren. Die nächste Generation an Digi-Rittern mit Tai, Mad und den anderen wird auserwählt und in die Digi-Welt gebracht. In diesem Zeitraum konnte das neugeborene Piedmon bis hin zu Devimon digitieren und erwartet die neuen Digi-Ritter bereits auf der Pfeilinsel. Anschließend wird es von Angemon bezwungen und bis die Kinder beim Myotismon angekommen sind, ist Devimon als Demi-Devimon neugeboren worden. Diese vier möglichen Digitationsrouten könnten also der Ursprung der Meister der Dunkelheit sein, welche unter Einfluss von Apokalimon dann ihren Digitationsweg eingeschlagen haben. Doch ein interessantes Thema steht noch im Raum. Wie ist Apokalimon entstanden? Beziehungsweise aus was ist er entstanden? Der Lore-Text und auch Genai im Anime erklärt, dass Apokalimon aus einer Vielzahl an Digimon aus der dunklen Zone entstanden ist, dem Jenseits der Digi-Welt. Diese wollten nicht gelöscht werden und sind durch ihre negativen Emotionen zu Apokalimon zusammengeschmolzen. In den meisten Medien, wie Spielen und ähnliches, digitiert Apokalimon aus einer DNA-Digitation der vier Meister der Dunkelheit. Das ist zwar eine von vielen Möglichkeiten, aber wir könnten uns mal genauer anschauen, aus was Apokalimon noch entstanden sein könnte. Hierfür werden wir aber keinen herkömmlichen Digitationsweg von Rookie annehmen, da dieses übermächtige Digimon nur durch eine Vielzahl an Digimon entstehen kann, die gemeinsam eine DNA-Digitation durchführen. Welche Digimon damals gelöscht werden sollten und zu Apokalimon wurden, wurde leider nie genauer erklärt. Es gibt jedoch Andeutungen, dass hier einige Ultra-Level-Digimon mit Apokalimon in Verbindung stehen könnten. Diese wären in diesem Fall Lady Devimon, Marine Devimon, Myotismon,
Phantomon und Skull Satamon. Diese könnten gemeinsam ebenfalls zu Apokalimon werden, was lore-technisch auch etwas mehr Sinn ergibt, da Apokalimon über 5 DNA-artige Fangarme verfügt. Man könnte es sich dann so vorstellen, dass diese 5 Ultra-Digimon vor ihrem Ableben die Basis und den Hauptkern von Apokalimon darstellen, weil sie zusammengeschmolzen sind, jedoch dann die ganzen anderen Ultras, Champions und Rookies in der dunklen Zone mit absorbiert haben, um gemeinsam dann zu Apokalimon zu werden. Ein großes Dankeschön von mir nochmal an alle Sponsoren, die dieses Video möglich gemacht haben mit ihren YouTube-Mitgliedschaften. Und ein besonders großes und herzliches Dankeschön nochmal persönlich an die Goldmitglieder. Dankeschön an Angelic Rin, Soul Silver, Nyra, André, Seraphine, Doggy, Arise, Bardock, Okami, Sobik, Kelseki, Sergei, Minigrank, Daniel LP, Rexillion, Jarek, Imperial Sky, Stefan, Zero ATH, Christoph, Florian und PFlash 7. Und dann bedanke ich mich recht herzlich, dass ihr zugeschaut habt. Ich wünsche euch noch viel Spaß auf meinem Kanal. Schaut euch ruhig mal die anderen Videos an und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ich bin euer Belias. Bis dahin. Ciao, ciao.